Wenn ich über Zukunftsvisionen Berlin spreche, bin ich natürlich meine vielfältigen Erfahrungen als Gleichstellungsbeauftragte ein, aber auch meine Vorstandsarbeit im Landesfrauenrat. Ich habe auch meinen Text aufgeschrieben und hoffe, dass ich die 4 Minuten auch ausfülle oder 3 Minuten. Ich habe mir 4 Punkte für die Vision aufgeschrieben. Also ich stelle mir vor, dass Berlin im Jahr 2050 die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen erreicht hat. Ziel 5 ist ja Geschlechtergleichstellung und die Geschlechtergleichstellung stelle ich mir vor auf der Grundlage eines intersektionalen Feminismus. Der zweite Punkt ist sehr, sehr allgemein. Eine politische Transformation vom egoistischen Ich zum kooperativen Wir ist gelungen in 2050. Freude an Vielfalt, Rücksicht und Zuversicht bestimmen die Atmosphäre Berlins. Der dritte Punkt betrifft die Gesundheit, saubere Luft, Gleichstellung der Geschlechter und ein gemeinwohlorientiertes Gesundheitswesen sind wesentliche Bausteine der Gesundheit der Berlinerinnen. Und der vierte Punkt, ein gleichstellungspolitischer. Frauen und Männer teilen sich die Berufsarbeit, sie teilen sich private Arbeit und auch die Freizeit wird paritätisch genutzt. Die Berufsarbeit sollte in Berlin im Jahr 2050 nicht länger als 30 Stunden dauern, wöchentlich. Welche Herausforderungen müssen dafür politisch bewältigt werden? Punkt 1, also hier habe ich 6 Punkte mir notiert. Punkt 1, Geschlechterparität in Politik und Wirtschaft müssen erreicht werden. Das Paritätsgesetz für Berlin ist auf dem Weg und ich hoffe, dass es noch rechtzeitig umgesetzt wird, damit es in der nächsten Wahlperiode auch greifen kann. Ganz wichtig, die Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes, insbesondere auch der Paragraphen, die die Wirtschaft betreffen. Der dritte Punkt ist schon mehrfach heute genannt worden, die Umsetzung des Antidiskriminierungsgesetzes. Und da stelle ich mir vor, dass die gesamte Berliner Verwaltung, also alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschult werden. Und somit könnte die Verwaltung ein gutes Vorbild sein für die Bürgerinnen Berlins. Drittens, allein viertens stelle ich mir vor, dass Toleranz- und Antidiskriminierungstrainings verpflichtend an allen Berliner Schulen durchgeführt werden. Der fünfte Punkt betrifft die Lohngerechtigkeit. Um diese enorme Stundenlohndifferenz von 21% zu überwinden, müssen viele, viele Maßnahmen ergriffen werden. Auch hier kann die Berliner Verwaltung beispielgebend sein. Zum Thema Gesundheit. Ich denke, das Gesundheitssystem, das ist natürlich nicht nur ein Berliner Problem, sondern ein bundesweites Problem. Das Gesundheitssystem muss in Richtung Gemeinwohlorientierung und Ganzheitlichkeit umgebaut werden. Jetzt kommen meine 2 konkreten Maßnahmen. Maßnahme Nummer 1. Bündnis 90 Die Grünen muss politisch Verantwortung für das Thema Gleichstellung der Geschlechter übernehmen. Das heißt, das Ressort Gleichstellung muss im Senat zukünftig bündnisgrün geleitet werden. Entweder durch eine Gleichstellungssenatorin oder durch eine Landesgleichstellungsbeauftragte. Die zweite Maßnahme, Gender Mainstreaming, mein Thema, und Gender Budgeting soll endlich konzeptionell weiterentwickelt werden in Berlin und auch praktisch umgesetzt werden.